We fall because the same pointless metaphor. Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich vor Guild Wars 2. Und weil Online-Rollenspiele alleine blöd sind, habe ich heute auch einen Partner dabei. Hi, bin Nico. Genau. Und heute werden wir ein bisschen hier rumrennen und mal schauen, wie das Spiel halt ist. So, weil, was wollen wir machen? Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Gebiet fertig bin. Und nix. Ich weiß auch nicht, wie groß es ist. Ich war letztens schon mal an so einem Portal, was mich in ein neues Gebiet bringen sollte. Oder ein Event. Genau, machen wir doch das Event einfach. Und dann können wir nochmal weiterschauen. Genau. Das Besondere an dem Spiel ist halt, das Kampfsystem ist darauf basiert, dass man doch schon darauf achtet, wo man steht. Die Waffenfähigkeiten hier unten basieren halt darauf an, welche Waffen man ausgerüstet hat. Also das heißt es nicht, dass man, sag ich mal, klassenmäßig von der Waffe abhängig ist. Stimmt auch nicht ganz, nämlich jede Klasse geht anders mit Waffen um. Aber grundsätzlich kann man sagen, hier unten die drei ersten sind die rechte Handwaffe und die unteren zwei sind die weiteren zwei sind die linke Handwaffe. Und das Besondere ist halt auch, im Gegensatz zu World of Warcraft gibt es hier keine, sag ich mal, Quest-Auftraggeber, sondern die Quests laufen einfach direkt ab. Man kommt in ein Gebiet und kriegt das angezeigt. Und wir machen jetzt zurzeit ein Event. Ja, und es gibt keine Fraktion, oder? Also irgendwie, man kann alles spielen. Man ist immer irgendwie zusammen, glaube ich. Genau, ja, mehr, genau. Es gibt keine Fraktion. Es ist auch lustigerweise das Thema im Spiel, weil alle Fraktionen müssen sich zusammenschließen, um die Drachen zu besiegen. Die jetzt Stück für Stück pro jedes Addon halt nach rauskommen und alle angreifen. Das zweite Addon ist jetzt auf dem Weg. Das erste Addon ist draußen. Und die Besonderheit ist, wenn ein Addon rauskommt, ist das normale Spiel erstmal free to play. Bis zu dem Addon hin. Und für das Addon müsste man halt wieder Geld bezahlen. So, was noch? Drei Eier erstmal bewachen. Und da kommt die nächste Welle. Besonderheit ist auch hier, Nico hat jetzt zum Beispiel erst gestern angefangen und ist halt auf Level 11. Ich bin eigentlich auf Level 41. Normalerweise könnte man schlecht miteinander spielen, aber das Spiel skaliert die Level halt an, so dass man halt genau aus dem Grund dann halt auch bei sowas zusammenspielen kann. So bin ich zurzeit auf Level 12 runtergesetzt. Und kriegt natürlich dann auch so genauso die Erfahrung, als würde ich jetzt Gegner auf Stufe 42 halt killen. Und es bindet mich halt nicht in mein Spiel, es wird mir auch nicht langweilig, ich müsste eigentlich auch ein bisschen aufpassen, aber zurzeit ist, glaube ich, die Ausrüstung, die ich halt habe, recht gut. Und ja. Ja, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Du bist jetzt Level 12 quasi fürs Spiel, aber deine Ausrüstung ist trotzdem alles noch mit den Stats und so, das Niveau von einem Level 41 Charakter oder was? Ja, es wird auch ein bisschen runtergesetzt, aber du musst dir vorstellen, als hättest du jetzt ein stärkeres Equipment, dann würdest du halt auch hier stärker dastehen. Also du merkst schon, ich habe hier keine Probleme, also... Ich kann hier mitten in der Gegnermenge sehen und ich sehe halt, dass die Leben ein bisschen runtergehen, aber bis dahin sind alle Gegner tot. Weil ich so viel Schaden mache. Das kann natürlich auch sein. Ach, wichtig zu erwähnen, die Klassen Damage-Dealer, Healer und Tanks gibt es eigentlich hier gar nicht. Jeder ist alles. Jeder hat auf der 6 sozusagen ein Heilskill.
Aber man kann trotzdem, sag ich mal, durch Buffs oder, sag ich mal, andere Skillungen, die man halt auch gerade hier bei H und ein Build, kann man dann halt sich andere, kann man sich, sag ich mal, einen Spielstil halt nach vorne heben. Im Internet gibt es da schon tausend Bögen, wie man am besten, sag ich mal, einen gewissen Charakter auch gerade fürs PvP macht. PvP ist hier auch ein Riesenthema. Da wird man, damit man von Anfang an PvP spielen kann, wird man da doch direkt auf die Höchststufe gehoben, auf Stufe 80. Und kann man dann halt auch direkt gegeneinander kämpfen. Aber ich glaube, wenn man dann den Charakter nicht kennt, kriegt man nur noch aufs Maul. Also da sollte man auch schon mal ein bisschen den Charakter kennengelernt haben. So, jetzt laufe ich dem Nico hinterher. Weiß gar nicht, wo ich will. Ich hab oben rechts. Na ja, gut, oben rechts jetzt doof gesagt. Ich weiß nicht, bin ich, wenn es hier fährt. Ich weiß nicht, ob ich hier fertig bin. Wie komme ich aus der Provinz raus? Also, du siehst erstmal auf der Karte, siehst du oben links den Weltabschluss. Dann unten hast du den Provider, also das Fenster für Provinz Metrika. Und darunter steht, wie viel du davon abgeschlossen hast. Wir laufen mal zusammen mit nach Norden. Nämlich, du bist noch nicht weiter nach Norden gelaufen, oder? Nope. Ich glaube nicht. Oben, ja, Norden ist gut. Norden ist gut. So, Besonderheit ist auch hier, dass wir unter Wasserkampf machen können. Und der spielt sich auch recht abwechslungsreich. Aber um ehrlich zu sein, das machst du alle 10 Level mal und dann hört das auch wieder auf. Unter Wasser andere Fertigkeiten als über Wasser. Genau. Ist ja geil. Und der Unterwasserkampf ist meistens leichter, finde ich. Aber du bist auch schnell teilweise über. Hast du das Problem, dass die Gegner dann doch ziemlich stark sind? Hier ist der Überlebenskampf. Ach genau, wenn man stirbt, gibt es den sogenannten Überlebenskampf. Unter Wasser ist dann die Regel, nach oben an die Oberfläche zu kommen und am Land einen Gegner so schnell wie möglich auszuschalten. Dann kommt man wieder. Wenn nicht, wenn man stirbt, die einzige Bestrafung ist, dass die Gegenstände ein bisschen kaputt gehen. Dann muss man die einfach kurz schmieden und dann ist auch wieder alles okay. Also keine Erfahrungsverlust und sonst welche Spielereien. Ich habe neue Herzen gekriegt eben. Genau, denke ich auch. Der Nico schaut sich gerade einen Speer, also redet gerade einen Speer und der zeigt dann auf der Karte, wo es dann halt sozusagen weitergeht. Die Karte ist recht riesig. Oh, das kann ich jetzt mal gerade zeigen. Das ist jetzt die Provinzkarte. Wenn ich jetzt rausgehe, das sind hier mehrere Provinzen. Es ist nicht wirklich alles begehbar, aber alles, wo, sag ich mal, wo ein Name dran steht, ist meistens mit Provinzen, abgedeckt. Welche Klassen hast du denn jetzt schon angespielt? Oder wie viele Charaktere und welche Klassen spielst du da und welche blablabla? Also, angespielt habe ich alle. Habe auch einige wieder weggeschmissen, weil sie mir keinen Spaß gemacht haben. Die Klasse, die ich als erstes abgeschlossen hatte, war, also auf Stufe 80 hochgebracht hatte, war der Krieger. Den habe ich wirklich irgendwann mal durchgesuchtet, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann habe ich als Noir gespielt. Dann mein Zweitcharakter, den ich hatte oder habe immer noch, ist ein Char, das ist eine riesige Katze. Und die habe ich als Ingenieur gespielt. Ingenieur ist bis jetzt eigentlich einer der interessantesten Klassen. Noch ein Charakter, den ich sehr gerne gespielt habe bis jetzt, ist der Nekromant, den ich als Mensch gespielt habe.
Und durch das Add-on habe ich halt auch einen Wiedergänger gespielt. Den habe ich, hab ich aber auch als Mensch wieder gespielt. Ich habe noch ein. Wie heißt das nochmal? Ich glaube, Wächter. Nee, den Wächter habe ich aufgegeben. Den fand ich blöd. Den hatte ich als dieses Pflanzenvolk. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Weißt du, wie das Pflanzenvolk heißt? Jetzt nicht aus dem Kopf, Naja oder so? Nee, Nee. ich. Ist wurscht. Es gibt auch hier Benjamin Buchsbaum oder sowas. Oder. Kann man halt auch spielen. Lustigerweise habe ich ihn auch Benjamin Buchsbaum genannt. Den fand ich aber dann so scheiße. Also nicht wegen der Rasse, sondern wegen der Klasse. Aber mein. Ach, es gibt wie so eine Art Illusionisten. Die Klasse ist irgendwas mit M. Die spielt sich ziemlich cool. Und lustigerweise, ich glaube, ich habe eben gerade Lust auf den mal rumzuwechseln. Moment. Ich glaube, ich kenne nämlich hier die Umgebung hier. Dann kann ich einfach auch wieder zum Nico kommen. Dann wechsle ich jetzt einfach mal. Ausloggen. Dann kann ich auch mal zeigen, wie viele Charaktere ich habe. Das ist meine Killermaschine. Das ist Redo Saufberg und mein Wiederkehrer, mein Krieger, mein Ingenieur, mein Nekromant. Mesmer, danke. Und mein elementaren Magier. Und genau mit dem Mesmer werde ich jetzt auch zum Nico wechseln. Oder ausloggen und löschen. So, jetzt komme ich in den Hain. Der Hain ist das Besondere, das ist einer der Hauptstädte. Es gibt fünf Hauptstädte. Jede Rasse hat seine eigene Hauptstadt. Und das Schöne ist halt auch im Spiel, ich kann jetzt jederzeit. Ach nee, das ist ja ein ganz anderes Stadtgebiet. Okay, das war nicht weit gedacht. Mit dem habe ich halt auch nicht weit gespielt. Der Nico ist jetzt etwa hier in dem Gebiet. Wobei, vielleicht kann ich einfach schnell zu dir springen, indem ich hier irgendwo. Hallo? Warum ist hier nichts? Den habe ich auch ja nicht viel gespielt. Aber ich kann es probieren. Ich müsste eigentlich hier rüber und dann bin ich bei dir. Also es gibt Bist du jetzt diese. Fünf immer noch in Hauptstädte? meiner Gruppe? Ich müsste noch in einer Gruppe sein. Ich bin nur gerade in einer anderen Umgebung. Ich laufe zu dir. Es gibt fünf Hauptstädte. Wie gesagt, von jeder Rasse eine. Und es gibt eine Hauptstadt von allen zusammen. Und hier gab es dann halt auch wirklich Weltevents, wo zum Beispiel von dieser Hauptstadt von allen der Bürgermeister getötet wurde. Und dann musste man zum Beispiel auch, dann standen auf den Servern Wahlen statt, um neues Oberhaupt sozusagen einzusetzen. Und es gab halt zwei Kandidaten, die dann halt auch über eine Story dann halt vorgestellt worden sind. Und im Laufe der Zeit konnte man dann halt sich für einen der Kandidaten entscheiden und jeder hatte irgendwie einen anderen Bonus dann für den Server gebracht. Aber so sehr war ich nicht im Detail, um zu wissen, was genau das war. So, jetzt rennen wir mal durch die Gegend. So, die Besonderheit des Mesmers ist halt, dass er Illusionen macht und Gegner täuscht. Ich habe den Extrem darauf aufgebaut, dass er halt auch genau nur das macht, also nur so viele Spiegelbilder wie möglich halt abbildet. Das sind die Wegpunkte, da kann ich mich dahin teleportieren und das sind die Levelgrenzen. Und ich müsste jetzt genau hier zu Nikos Level dann rüber wechseln können, also. Genau, Provenienzmetriker. Dann hole ich mir nochmal hier schnell den Punkt.
Und für jedes Entdecken erfahre ich auch Erfahrungspunkte. Und mit dem Charakter war ich hier auch noch nicht in dieser Umgebung. Der sieht halt auch noch ein bisschen scheiße aus. Und so können wir jetzt zusammen hier leveln. Boah, bin tot. Und Nico ist tot, das ist gut zu wissen. Boah. Nein, ich hab's nicht geschafft. Kann hier können Rüstungsgegenstände auch zerfallen, wenn ich sie nicht repariere? Oder sind die dann einfach kaputt bis zur Reparation? Das ist eine gute Frage. Ich habe es nie getestet. Okay. Habe ich auch nicht vor. Vor allem das Reparieren kostet nicht so viel. Aber ich sag mal, das Gold, also das Geld, gibst du sowieso zum größten Teil wegen nur durchs Reisen aus. Ach so, und auch ein wichtiges Detail ist, dass sich alle Charaktere die Geldbörse teilen. Also das heißt, wenn ich jetzt mehrere Charaktere habe, greife ich auf dieselbe Geldbörse zu. Und auch die Sammelgegenstände für die Berufe werden auch geteilt. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob der Nico auch schon kennengelernt hat, wie das Gegenstandmanagement hier ist. Nicht so wirklich, glaube ich. Nämlich, du kannst entweder immer das Problem haben, dass dein Rucksack im Total voll ist, oder ein paar Tricks lernen, um deinen Rucksack immer leer zu halten. Ah, doch eine Sache weiß ich. Und zwar nämlich kann ich wohl automatisch Gegenstände auf die Bank schicken. Genau, das ist der wichtigste Tipp. Und dann gibt es auch noch Gegenstände, mit denen du dann halt auch die Sachen zerlegen kannst und dann auch wieder als Rohstoffe wieder auf die Bank schieben kannst. Und mit den beiden Tricks bleibt eigentlich die Tasche immer frei. Kann ich mir gerade zeigen? Blei und frei. Fly und fly. Wow, die Tasche ist ziemlich leer. So, nerv mich nicht, wenn ich was zeigen möchte. Ich mag das irgendwie als Messer. So, gleich müsste ich wieder beim Nico sein. Denn hier sieht man jetzt zum Beispiel diese Sammelgegenstände und jetzt kann ich einfach alle Materialien lagern und dann sind die weg. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch hallo? Der Schild zum Beispiel, den brauche ich jetzt gerade nicht, den kann ich dann zerlegen und dann kann ich ihn auch wieder lagern und gegen den Wahr kämpfen, wenn er mich mehr in Ruhe lassen würde. Ah, shit. Ah. Bist du am Sterben? Ja, schon wieder. Oh. Warte, ich hab's aber. Hey. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Aber du hast auch vier Gegner gleich direkt bei dir. Oh, nicht schlecht. Das gleichen wir mal aus, indem ich auch vier werde. Man kann auch gefallene Kameraden jederzeit wiederbeleben, das ist auch ganz cool. Und wichtig halt auch gerade in Dungeons. Und jetzt sieht man es genau, was ich gemeint hatte. Also es gibt keinen Auftraggeber, sondern ich kriege hier eine Region, in der Region kriege ich ein Herz angezeigt und mehrere Aufgaben, wie ich das halt, sag ich mal, füllen kann und meistens dann halt auch Gegner zu bekämpfen. Aber es gibt auch ganz lustige Aufgaben, wie zum Beispiel Schneemännern Rüstung anzuziehen und sowas.
gerade die Mission führt dann halt auch dazu, dass es ein neuer Event gestartet wird. Okay, Nico baut gegen ein Luftelement, kämpft gegen ein Luftelementar. Ich habe keine Ahnung mehr, was die ganzen Fähigkeiten mache, aber ich drücke die ganze Zeit drauf. M war es noch nicht. Ah. Das ist ui. Ah, das wäre so ein Konter. Auch gut zu wissen. Golemteile. Ich muss aber ein, zwei Moskitos killen, dann ist das fertig hier oben, glaube ich. Ja, ich müsste aber auch noch das hier abschließen. Ach, mit dem Charakter hast du es auch noch nicht gemacht. Nee. Schön. Ach, du machst Duplikate von dir? Genau. Geil. Das ist der Messmann, der ist halt schon ziemlich cool. Das nochmal? Lockvogel. Achso, generell nochmal einen. Sag mal, wenn ich jetzt. Ach so. Ich habe 6 unverbrauchte Heldenpunkte, ja? Und die kann ich in meinem Skilltree quasi benutzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Okay, dann habe ich jetzt kapiert. Und Heldenpunkte bekomme ich durch Abschließen von Events, ne? Ja, genau. Brauche ein paar mehr Heldenpunkte drauf. Das kriegen wir Gib mir hin. das. Gib mir das. So. Ich würde mal sagen, für einen kurzen Eindruck für das Spiel reicht es vollkommen aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal und hättet nicht so viel. Tschüss. Ach du meine Güte, ich weiß gar nicht, gegen was wir kämpfen. Digga, 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 guck dir das an. Ist das riesig. Alter. Ah! Boah. Das ist ja geilo. Ich bin tot. Wo bist du? Auf dem Boden. Ich konnte mich, glaube ich, selber wieder nicht. Das war nicht Das die war aus dem Frage. Fall. Ich bin schon wieder tot. Ja. Rechtzeitig zum Down habe ich mich schon mal wieder belebt worden. Ich bin dreimal gestorben, eben. Ah, es passiert.